Hä, wieso liegt denn jetzt auf dem Boden? Ist nicht einfach nur durch die Tür gegangen? Ist ja gerade hingefallen. Ach ja. Okay, bis morgen, Leute. Also, was ich sagen wollte, das wird jetzt wahrscheinlich schon gerade die zweite Folge sein, aber ich werde jetzt nicht darauf achten, dass wir die kommenden einfach immer zeitgerecht, hier kann man das ablegen, immer zeitgerecht beenden. Also ich werde wahrscheinlich einfach nur zwischendurch schneiden. Das heißt, ihr müsst von selber Initiative ergreifen und Bewertungen abgeben. Normal. Oha. Was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn du dich nicht umgezogen hättest? Hättest du jetzt den ganzen Tag... Ich glaube, ich hätte da nicht weitergekonnt. Achso, wäre voll cool gewesen. Ja, ja, wenn ich nicht weitergekonnt hätte vor allem. Oder so Big Daddy-Anzug hast. Okay. Einladend. An Registrierungspunkten können Sie manuell speichern. Sie werden, ja, das haben wir schon mal gemacht. Man sollte tunlichst überall speichern, weil sonst stirbt man und darf neu machen. Ja, wir sind genau an der Stelle gestorben, wo das erste Mal Feindkontakt war. Jo, ist wirklich so. Und da an der Stelle haben wir ausgerechnet nicht gespeichert. So. Nie speichern einfach. Ich könnte jetzt so tun, als ob ich alles ganz neu entdecke, aber... Okay. Oh. Ja. Schwere Atmung. Aber wir decken ja nichts ganz neu. Sebastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstation. Da war nichts. Ja. Also wir warten dann mal ab auf die Neuausrichtung der Orbitalstabilisator. Okay, neu ausgerichtet. Achso, hier gerade, genau. Das sind diese Lüftungsschächte, die gehen natürlich bei Bewegung sofort auf. Manchmal aber auch nicht. Jo, war echt nervig, aber egal. Man fragt sich immer noch, warum die Lüftungsschächte groß genug sind, dass man da durchkrabbeln kann, aber genau ein Mensch und nichts anderes, ja, außer einem Alien Lampen vielleicht. Rum. Was? Über Lampen auch noch extra? Ja, natürlich. Diese Leute sind klug, die hängen Lampen auf. So. Ne, die Lüftungsschächte können aber noch wichtig sein. Employee Lounge. Spazifik Control. Was das wohl alles heißt? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass das alles nochmal auf Chinesisch drunter steht. Ist eine Fremdsprache. Heiko, manchmal steht das auf Chinesisch, manchmal auf Japanisch darunter, okay. Habe ich gemerkt. Ordner fehlerhaft. Wer liest vor? Ich, jetzt. Okay, höchste Konzentration. Warte. Kannst du mal bitte vorlesen? Ordner fehlerhaft. Ah, Leerzeichen. Das klärt natürlich einiges auf. Freigegeben. Okay. An Maschinenraum. Achso, okay, du dich. Ja, vor. Nee, du kannst ruhig, wenn du möchtest. Also Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Postierungen sprechen. Aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesetzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits, Chief. Ja, das war natürlich eine Ansage. Heiko, du das vorlesen? Ordner fehlerhaft. Genau. Haft. Noch nie so viel Motivation beim Vorlesen gehört. Normal. So wie in der Schule immer. In der Schule, ey. Okay, wir haben was eingesammelt. Vergessen, was es war. So. Ach, wir können jetzt rennen, geil. Das Rennen ist das Wichtigste, weil wenn man rennt, hört einen das Alien weniger gut und man kann einfach schneller weglaufen. Oh, was jetzt wohl passiert? Oh. Wir sind zufällig über dieses dünne Brettchen gegangen und es ist zerbrochen. Flucht nochmal. Damit hätte ich nicht gerechnet. So, Leuchtfackel. Kann das wird helfen. Ja. Man kann es hier, da unten steht ja, Kreis halten zum Öffnen und dann mit dem linken Stick auswählen. Und dann kannst du das auch anmachen, aber ich kenne mich ja aus, das heißt. Ich meine, wir kennen uns aus, ne? Teamwork, alle. Heiko weiß auch, wo es lang geht. Alle. Ich weiß, also staubig. Alles. War hier noch was?
Ich weiß nicht, wenn. Ich wollte jetzt natürlich Sammelobjekte nochmal einsammeln. Ob hier was rumlag, das weiß natürlich keiner. Ich glaube. Ah. Muss es zurück und dann da hoch. Jo. Ja gut, das hab ich, da habe ich mich jetzt dran erinnert, aber ich wollte jetzt diese Sachen einsammeln. Weil ich meine, wir haben noch nicht so weit gespielt, dass es wirklich Sinn macht, irgendwas zu craften, aber Minecraft ist ja beliebt, deswegen sollte man sich da vorbereiten. Genau. Auf jeden Fall. Someone, ja. You always know working, Joe, new. Die Anordnung der Wörter macht gar keinen Sinn. Bester Satz. You always know, Heiko, was heißt das? Ich kann kein Englisch. Tut mir leid. Heiko, du wirst immer arbeiten, Joe. Forgotten. Egal. Keep moving, Joe. Hast du nicht. Wer hat neulich gesagt, dass es total sinnvoll ist, wenn ein Alien auf der Station ist, erstmal Sachen an die Wand zu malen, statt wegzulaufen? Aliens können nicht lesen. Meinst du? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Die Transformers haben ja auch gelernt, die Sprache zu sprechen. Sind auch Aliens. Aus. Wir wollen keine gute Stimmung. Ey, kann man die Radio später verwenden, um das Alien abzulenken oder so? Bestimmt, aber ich will jetzt kein Alien ablenken. Es ist zum Glück noch nicht da. Und da geht die Tür auch schon wieder zu. Hallo? Ist da wer? Ja. Hier ist auch genug Platz auf der Station, um hier so ein Modell aufzustellen für die zahlreichen Besucher. So. Hier ist alles zu, ne? Ja, du musst nach oben gehen und dann da. Hier kann man die aber oben werfen. Nein. Nicht, wenn die in der Ecke stehen. Doch. Die müssen auf der Treppe, über der Treppe war was. Nein, ich wollte ihn aber auch umwerfen jetzt. Also wir müssen hier den Strom aktivieren. Heiko weiß, wie das geht. Nee, hab ich schon wieder vergessen, ne? Okay, das ist der Einsatz, den ich hören will. Ach, normal. Durch Nutzung dieser Terminals wird die Karte mit... hier können wir die Karte aktualisieren. Also wir haben hier so eine Karte und dann sehen wir hier mehr Bereiche. Nicht schlecht, ne? Wow. So, erstmal das drücken. Willst du am Anfang eigentlich schon speichern? Nee, erst das machen und dann speichern. Dass ich das nicht normal machen muss, wenn ich jetzt sterbe. Das ist ein Grund, ohne irgendeinen Gegner. Nee, die Sache ist, diese Generatoren sind so intelligent gemacht, dass man da dreimal runterdrücken muss, damit das Alien einen super gut bekommen kann. So. Emergency. Ja. Aktivieren. Ach nee, erstmal vorlesen, ne? War da nicht auch noch was? Hier gibt's voll viel zum Lesen, weil das ist einfach Hintergrundstory, das muss man wissen. Unsere Sachen umgelagert. Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen lassen, da hätte sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einem der Lagerräume versteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0, 3, 4, 4, 0. Heiko, merken. Keine Panik, niemand geht mehr runter zum Terminal, nicht nach dem Vorfall. Außer wir. Wir haben einen kleinen, keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub, Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Nein, ach, wollte ich gar nicht. Da ist ja noch mehr Spannendes zum Lesen. Richtig spannend, ey. Von wem war denn die Mail gerade? Anna. Freigegeben. Okay. Carlos will vorlesen. Okay. Öffentlicher Hinweis, die Stilllegung der Sevastopol. Wir hatten eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist sie jetzt zu Ende. Seekson Corporation möchte bei dieser Gelegenheit all jenen danken, die im Laufe der Jahre auf Sevastopol gearbeitet. Hä? Was? Gibt's da keinen Artikel vor Sevastopol? Auf Sevastopol gearbeitet. Das ist doch die Station. Und hofft, dass Seekson dazu beigetragen hat, die Station zu einem besseren Ort zu machen. Unser Vertrauen und unsere Investitionen in die Station schwanken nie. Sie können sich darauf verlassen, dass Seekson Apollo Haupt-KI und Hiwi Androiden Sevastopol dienen werden. Bis auch die allerletzte Niete entfernt wurde. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, denn schließlich ist Sevastopol nicht nur eine Station, wir sind Menschen. Seekson Corporation. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Ich muss dir nochmal erwähnen. Ich muss sagen, das Vorlesen ist schwerer, als ich mir vorgestellt habe. Ja, wirklich? Egal, jetzt kannst du hören. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Waits, Ende. Wir haben schon rausgefunden, warum die Berichte wasserdicht sein müssen. Weil dann halten die unter Wasser.
Genau, überall, da stellt sich nämlich raus, dass die Raumstation am Ende im Meer stürzt und alle ertrinken. Und man muss die Berichte ja dann noch lesen. So, da unten laufen jetzt so ein paar Penner lang. Ich versuche mal, die zu erreichen. Nee, die sind wie Ninjas. Das geht einfach nicht. Die laufen einfach da rein, weißt du, und weil die so sozial sind, schließen die natürlich von innen ab. Voll gut, ey. So, Heiko, aber sind sie innen oder sind wir innen? Hey, Junge, Nur um eure... Die Truhe, die da lag, muss aufgeräumt werden. Ach so, stimmt, da muss sterben. Also zu eurer Aufmerksamkeit, Information, zu eurer Information, ich habe jetzt den Kontroll an Heiko weitergegeben, weil das ist ja nicht so gut, wenn du hier anteilnahmslos sitzt. Hey, Junge, wo muss ich jetzt überhaupt da hin? Da vorne, erstmal die Truhe aufsammeln, die da rechts ist. Okay, gib mir eine Anweisung, ne? Das Lustige ist, wir zeigen immer mit dem Finger drauf, wo der hinlaufen muss, aber ihr seht das nicht. Okay. Und jetzt gehst du rückwärts. Dann gehst du jetzt nach rechts in die Tür rein. Meinst du, die geht auf? Wie war der Code? 0340. So. Okay. 3, 4, 0. Okay. Oha, woher wussten wir den? Gut vorgelesen. Voll vorgelesen. Liebe Abonnenten. Okay, was war das hier? Wenn ihr wisst, woher wir den Code wissen, schreibt es in die Kommentare. Und abonniert uns fleißig. Teilen, liken, alles. Also, Heiko kann richtig gut promoten. Sie haben einen Bauplan gefunden. Greifen Sie mit Kreis auf das Baumenü zu. Achso, du kannst es mit dem linken Stick auswählen und dann drückst du L1 und dann kannst du was bauen. Du musst auf die einzelnen Sachen draufdrücken. Und dann baut links steht immer, was man so hat im Inventar und jetzt X drücken. Warte, Bindemittel, was für? Du musst X drücken. Ich check hier gar nichts. Was muss ich... X? Bei dem hier oder jetzt bei drückst dem? Du X, die Taste X. Die drei Sachen, die da sind, da, um Medikit zu bauen. Und links sind da die Sachen, die du hast. Ah. So. Voll gut. Und jetzt L1 drücken. Ja, gebastelt. Jetzt haben wir ein Medikit. Sehr interessant. Ja, ist das so. Da ist noch was. Okay, jetzt okay. Darf ich doch rausgehen? Jojo, kannst gehen. Okay. Und jetzt? Gehst du, glaube ich, wieder auch noch jetzt oben. Musst du da an den, da links die Treppe hoch und an den Mülleimer umwerfen. Genau, das war das ist ein Easter Egg. Da kommt Britney Spears und sagt, dass du Kacke bist. Ist das so? Okay. Ich hab mir jetzt mal voll verpasst. So. So, jetzt schnell. Guck, dreh dich um, Britney Spears. Ach, sie ist schon wieder weg. Boah, Heiko, ey. Okay, was muss ich jetzt machen? Durch die Tür, die gerade aufgegangen ist. Welche Tür? Diese große Tür. Jetzt nein! Jetzt müssen wir das Spiel nochmal von vorne starten. Ma. Okay, sauber. Ach scheiße, wie duckt man sich nochmal? Martin. R3. Ich bin zweimal reingelaufen. R3. Ja, der... Oder soll ich einmal dumm sein? Okay. Nein! Bist du eigentlich behindert? Mein Gott, machst du sowas? Okay. Wow, ich hab den Fehler nicht gemacht. Weißt du schon, dass der sich nicht automatisch regeneriert, ne? Ja, wir dürfen das jetzt benutzen. Nee, Heiko macht das natürlich absichtlich. Aber egal, jetzt habt ihr gesehen, was passiert, wenn man verletzt wird. Die Gesundheit wird abgezogen. Und man regeneriert sich nicht. Wieso steht da Hähnchen auf Spanisch? Was? Heißt Hoyo. Das hinter? Ja. Was zur Hölle ist hier passiert? Xing Xang. Okay, einmal gebratene Nudeln. Bitte. Okay. Das war so lustig, dieser Witz. Okay. Ja, aber guck mal, da ist das auf Chinesisch. Und jetzt, wenn du dich umdrehst, auf die Werbeplakate guckst, dann sind die Sachen auf Japanisch da. Wo es halt ja sind. Was? Okay. Guck mal, das sind japanische Zeichen unter dem Sevastopol. So, guck mal nach rechts. Rechts. Da, unten. Das ist japanisch. Ja, da kommen halt viele Leute nein. Hin. Das, ja, das ist Kanji plus... Ja, da rechts ist ja, irgendwas japanisch-mäßiges, aber diese... Ja, aber im Japanischen verwenden die ja die chinesischen Schriftzeichen. Das linke ist auch das ist chinesisch. Ja, aber da im Chinesischen kann japanisch verwendet wird. Okay. Das ist locker japanesisch. Ja, okay, alles klar. Okay. Da kommt was. Da links bist du behindert. Hast du nicht Alien gesehen, Junge? So, jetzt. Was ist denn da? Die Torrens. Ah, okay. Ich bin hier. Hier drüben. Verdammt! Okay. Geh mal ins Menü kurz. Hast du den Untertitel eingeschaltet? Drück mal Option. Option da unten, dann unter Spiel. Nee, Spiel. Nee. Hä? Doch nicht. Geh nochmal zurück. Ton locker. Ton, ja. Untertitel, mach mal ein. Surround. Falls jemand jetzt nicht lesen kann, der hat dann einen Nachteil.
Komm ich da rein? Nee, du musst erst Strom anmachen. Da vorne. Da? Raus? Ja, der einzige Raum, der auf ist. Ja, ich weiß es ja nicht. Boah, ey. Okay, ach, oh, das habe ich. Nee, habe ich gar nicht übersehen letztes Mal. Habe ich hinterher noch geholt. So, da ist Strom. Bist du sicher? Bis zu dieser Stelle ging das erste Video von PewDiePie zum Spiel. Das weiß ich noch, das habe ich angeguckt. Okay. Hat er auch ein paar Mal geschrien, weil es ja bei PewDiePie einfach so. Ja, der schreit immer. Ich lade ein Video von mir hoch, wo ich schreie. Okay. Ich spiele jetzt ein bisschen. Kannst du nicht, haben wir schon versucht. Scheiße, ey. Okay. Jo, erstmal speichern. Was man da im Hintergrund hört, das ist vermutlich unwichtig. Ja, und jetzt kannst du da was lesen. Propaganda, glaube ich. Mhm. Okay, jetzt liest Heiko vor. Okay. Privat. Den Stecker ziehen. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schuldner nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht allein. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sich hier nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. Harper. Okay. Harper. Das darf jetzt jemand anders vorlesen hier, bitte. Ich? Wer? An alle Mitarbeiter des Raumfahrtterminals. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Die Colonial Marshals untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Ruf von Marshall Waves. Jetzt kannst du nach unten drücken mit dem Stick. Ja. Was ist Apollo? Also, Apollo ist die zentrale KI, die Sixen Heavy-Androiden auf Sevastopol überwacht und ihnen beratend beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweise Kommunikation. Wo immer sie auch sind, sie sind in guten Händen. Sixen morgen gemeinsam. Was? Ja, gemeinsam, okay. Also einfach. Apollo ist quasi der Bordcomputer. Heiko, wofür steht Heavy? Hohe Impotenz. Hohe Impotenz. Alles klar. Sehr hohe Impotenz. Alles klar. Ist das nicht Hilfswissenschaftler oder sowas? Ja. Der Uni arbeiten. Ja, genau. Ah, da rechts. Ach ja, zum Anhören. Lord Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt auch weitergegangen wäre, deswegen. Nee, also doch, das haben wir natürlich, immer weiter. Es hat 500.000 Jahre gedauert, bis wir diese Tür gefunden haben. Da ist nix. Beim ersten Mal, also jetzt. 500.000 Jahre, also das Spiel ist ja vor 600.000 Jahren rausgekommen. Wir haben nach 100.000 Jahren angefangen. Und naja, jetzt wissen wir es halt, ne? Ist schon irgendwie praktisch so am Anfang zu wissen, was man so machen muss bei den, sagen wir, Tutorial-Missionen. Das ist jetzt eigentlich noch ziemlicher Einstieg hier. Warte, ging die Tür da auf? Nee, ging nicht. Hier fällt alles auseinander. Quatsch. Jo, das Ding auch voll komisch. Das kannst du nicht einfach nur so beiseite schieben. Du musst genau da drücken. Und dann fährt es lautlos weg. Die kann auch nicht springen oder so. Die muss hier durchklettern. Nee, da vorne ist einfach zu hart gewesen, über diese 20 cm hohen Dinger zu springen. Aber wenigstens da jetzt ein Durchgang. Boah, ey, war ein Glück, ey. Sonst wäre die einfach. Verhungert. Sackgasse, ey. Einfach so. Ich muss hinterher mal gucken, wie ich das mache. Ich glaube, während des Vorlesens muss ich den Ton ein bisschen leiser machen. Ah. Genau. Jetzt habe ich mich sogar noch ein bisschen erschrocken. Ja. Beim Rennen muss man immer gegen alle stoßen.
Während des Vorlesens muss ich, glaube ich, den Ton ein bisschen leiser machen und ansonsten ein bisschen lauter, aber das mache ich schon. Er rennt von hier nach da, obwohl da irgendwie nichts ist. Und die Alien-Absperrung. Keinen Sinn. Ich glaube, da kann man sowieso nur im Kreis laufen, also ohne Sinn alles gewesen. Der wollte dir nur Angst machen. Jo. Okay.